Heute schauen wir uns mal die Ubisoft an. Wir werden uns mal die Bilanz anschauen. Wie sieht der Umsatz generell aus? Und wo ist mein fairer Wert? Auch im Chart werden wir uns anschauen, wo sind meine Sektoren? Und wie sieht es aktuell aus mit der nächsten Unterstützungszone? Viel Spaß mit dem Video! Ubisoft Entertainment SA. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker. Sie ist in Paris beheimatet. Auch die Börse, Heimatbörse, ist in Paris. Also in Euro, Quellsteuer. Dividende zahlt sie aktuell keine. Also haben wir hier keine Sorge mit der Quellsteuer. Hier haben wir die Bilanz. Und die Bilanz sieht mal auf alle Fälle so aus, dass die Gesamtverschuldung sich um 41% erhöht hat, auch das Eigenkapital um 44%. Die langen Haftverschuldungen haben sich um 86% erhöht, die kurzen um 16%. Die Aktienstückzahl wurde um ca. 14% erhöht, Buchwert pro Aktie ging um 27% hoch, liegt aktuell bei 14,77. Wir sehen auf alle Fälle, auch durch die Stückzahlerweiterung wurde auch das Eigenkapital erhöht. Aber wir werden nun schauen, wo liegt das KGV aktuell. Hier haben wir die Finanzdaten. Wir sehen hier aktuell der Kurs an der Börse 12,21 €. Hier die Marktkapitalisierung. Wir sehen auf alle Fälle, die Marktkapitalisierung ist fast so groß wie das Eigenkapital. Sogar billiger, also niedriger. Hier das Enterprise Value ist, das müsste einer bezahlen, wenn er Ubisoft übernehmen möchte. Das aktuelle KGV mit 9,5 günstig, auch zum freien Cashflow günstig. 5-Jahres-Durchschnitt leider haben wir auch negative Earnings per Shares gehabt. Werden wir später anschauen. Darum kann hier kein KGV berechnet werden. Vom freien Cashflow, der immer verfügbar war, haben wir einen Faktor 2,5. Also der Aktienkurs ist aktuell sehr günstig. Schauen wir mal, wo der faire Wert liegt. Fairer Wert aus der Bilanz 24 und 5-Jahres-Durchschnitt, der aktuell negativ ist. Fairer Wert mit dem Buchwert hätten wir 20 Euro. Vom Nettozuwachs, der aktuell mit 1,24 ist, steigen haben wir ja eigentlich 0, aber eigentlich sind es 200% Zuwachs, wäre der fairer Wert 10,5 Euro. Dort könnten wir noch hinlaufen. Vom freien Cashflow, der höher ist, wären es 50 Euro. 5-Jahres-Durchschnitt 74 Euro. Aber ich würde mal sagen, diese 10,54 € werden wir Chart anschauen, nächste Unterstützungszone, und diese 20 Euro fairer Wert mit dem Buchwert. Hier sind wir im Monatschart und im Monatschart sehen wir auf alle Fälle mal. Die 10 Euro wäre die nächste Unterstützungszone, 7,47 €. Die 20 Euro wäre genau dieser Widerstand, der fairer Wert aus Buchwert und Earnings per Share, also die 22,66 Widerstand. Auf Monatsbasis befinden wir uns auch noch unter dem gleitenden Durchschnitt. Ist auf alle Fälle mal Achtung, Vorsicht im Aktienkurs. Und befinden uns auch MACD-technisch unter der Nulllinie und wir kreuzen gerade den MACD. Das heißt, wir können weiterfallen. Mein nächstes Ziel ist auf alle Fälle die 7,47 Widerstand aktuell 12,53 bleiben wir hier drunter auf Monatsbasis. Zweites Monat wäre auch negativ. Kommen die 7,47. Also aktuell ein Kaufsignal würde erst generiert werden, wenn wir den fairen Wert aus Buchwert und Earnings per Share drüber sind. Also über die 20 Euro, also 22,66. Nun schauen wir weiter. Hier haben wir ein paar Finanzdaten. Return Equity 8,4%. Aus der Bilanz 24, Return on Asset 3% und Return on Investment 6%, Return on Capital Employment 7%. Das aktuelle Preis-Sales-Verhältnis, wir schauen später den Umsatz an, ist 0,6. Das heißt, wir liegen unter dem Umsatz pro Aktie. Auch Buchwert haben wir schon gesehen, Marktkapitalisierung, Eigenkapital, da liegen wir auch drunter. Also aktuell sind wir günstig. Bargeld liegen wir auch nur 30% über dem Bargeld. Schauen wir uns später an. Umsatz, Bargeld, freier Cashflow.
Hier das Verhältnis zum freien Cashflow mit 3,6 auch gut. Nun schauen wir den Umsatz an. Hier haben wir den Umsatz. Der Umsatz konnte um 45% gesteigert werden, das Betriebsergebnis um 628%. Wir kamen ja vom negativen Wert aktuell ins Positive. Hier war der tiefste Wert im Jahr 23. 24 war wieder positiv. Nettomäßig 225 Zuwachs vom Minus auf 157 hoch ist auch wieder über 120% Zuwachs. Aber von hier vom Negativen sind wir auf alle Fälle positiv. Freie Cashflow rückläufig 14%. Der freie Cashflow war schon mal größer im Jahr 21 und wir sind aktuell tiefer wie im Jahr 2020. Hier sehen wir das Bargeld und wir sehen, das Bargeld hat hier einen Zuwachs, Abgang, Zuwachs und wieder Abgang. Das heißt auch, der Bargeldfluss hat einmal einen Bargeldüberschuss, Zuwachs und wieder einen Bargeldabgang, wo Bargeld wieder kleiner wird, wie am Anfang des Geschäftsjahres. Hier haben wir die Earnings per Shares und freien Cashflow pro Aktien. Zuwachs 210%, weil wir auch Stückzahl erhöht haben, ist das hier kleiner. Und minus 25% haben wir hier wieder größer. Wie hier aktuell 14 und 225. Haben wir hier 25% minus, weil die Stückzahl sich erhöht hat. Also wir sehen, aktuell liegen wir hier positiv und hier auch. Also fairer Wert mit 10 Euro aus diesen 1,25. Mal schauen, ob dieser Wert kommt und ob die 7 Euro auch kommen. Die Marge, was bleibt über vom gesamten Umsatz für die Eigenkapitalsteigerung und freien Cashflow? Wir sehen hier, wir liegen aktuell hier mit 91% Profit Margin sehr gut über den 5-Jahres-Durchschnitt. Hier 13 auch über den 5-Jahres-Durchschnitt, weil wir haben hier einen negativen Wert gehabt, also sind wir positiv. Hier mit 6,8 auch sehr gut über den 5-Jahres. Leider der freie Cashflow ist unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, denn dieser war hier mit 34 und fast 40 und hier mit 30 auf alle Fälle höher. Tiefster Wert aktuell, das heißt, freier Cashflow ist weniger vom Umsatz, das prozentmäßige Anteil. Das heißt, wir haben hier mehr Kosten in Forschung für neue Spiele und für Marketing wahrscheinlich. Hier haben wir die Eigenkapitalquote, eine Bilanzsumme, und die liegt immer über 30%, auf alle Fälle mal gut. Dieser Faktor ist sehr hoch und wir haben hier keinen Faktor unter 3 gehabt in der History. Freie Cashflow-Verhältnis war hier im Jahr 20, 21, 22 gut, aktuell mit 3,3, 23 über 3 und jetzt mit 4, höchster Wert. Gefahr, freie Cashflow ist zu klein, die Verschuldung ist zwar geringer wie aus dem Jahr 23, aber das Verhältnis wurde größer. Das heißt, Sie müssen entweder die Verschuldung abbauen oder es muss wieder mehr freie Cashflow generiert werden. Hier die Gesamtverschuldung. Minus den Bargeldbestand. Wir sehen, Bargeld haben wir 1,2 Milliarden. Aktienkurs circa bei 1,5 Milliarden. Das heißt, wir liegen auch fast am Bargeld. Da hätten wir den Bargeldkurs aktuell erreicht. Das Verhältnis zum Eigenkapital ist 1,09. Wir waren schon mal besser hier im Jahr 22 mit unter 1. Da war das Eigenkapital größer wie die Nettoverschuldung. Zum freien Cashflow genau das gleiche wieder. 4,8. Höchster Wert. Freie Cashflow zu niedrig. Bester Wert im Jahr 21. Bargeld kann die Langbilligkeiten auf Null setzen in 1,5 Jahren und die Gesamtverschuldung in circa 3 Jahren. Ist auf alle Fälle auch ein guter Wert, dass das Bargeld, wenn das Bargeld wieder zunimmt und nicht abnimmt, kann es die Gesamtverschuldung in 3 Jahren auf Null setzen. Wenn Sie es wollen. Falls Sie neu auf meinem Kanal seid, können Sie den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, dass ein neues Video freigeschalten ist. Hier haben wir den Wochenchart. Und im Wochenchart sehen wir auf alle Fälle mal hier die 17 Euro Widerstand, 17,60 €. Bei den 22,66, wo der faire Wert ungefähr liegt, der Widerstand, hier waren wir einmal drüber, nächste drunter. Hier waren es mehrmals hin und her geticker, Seitwärtsrange bei den 28 Widerstandszonen. Hier war es unter Widerstand, hier war es regelmäßig Widerstand und Unterstützung. Wir haben gekämpft mit dieser Preisspanne. Aktuell die 12,53,
eine Woche drunter, die zweite Woche drunter. Und jetzt die Frage, können wir die dritte Woche wieder erobern oder bleiben wir auch drunter? Dann werden die 7,47 kommen oder es kommt der faire Wert, die 10 Euro. Und MACD sind wir auch aktuell noch in Abwärtstrend. Also auf Monatsbasis würde es bei 22 positiv werden. Auf Wochenchartmäßig wäre es, wenn wir diese Höchstkurse herausnehmen, wäre es wieder positiv. Also bei 18 Euro, circa 6 Euro über den aktuellen Kurs. Und müsste man den Stopp dann auf das nächste Tief setzen, wenn das Tief ausgeneriert ist und wir hier über die 17,6 kommen. Wichtig ist, wir müssen auch drüber bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben über die Ubisoft-Bilanz. Ich sehe generell mal, dass der faire Wert angesteuert werden kann. Wie ihr wisst, haben wir aktuell zwei faire Werte. Einmal mit dem Eigenkapital und einmal mit den Earnings per Shares. Die Differenz ist ca. 10 Euro. Wo seht ihr den fairen Wert von der Ubisoft-Aktie? Auch bei meinen fairen Werten oder habt ihr andere faire Werte? Schreibt mir in die Kommentare. Also, mein Motto ist auf alle Fälle mal, wir müssen charttechnisch bestimmte Niveaus erreichen, damit der Aktienkurs wieder positiver wird. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.